Romeo und Julia 2.0. Aufruf Facebook-Profil, Name Julia Capulet. Sonntag, 17. Juli 1597, 16.29 Uhr. Mail an romeo.montagu@veronamail.it. Betreff: Romeo hat eine Freundschaftsanfrage von Julia. 16.30 Uhr. Hey Romeo, ich weiß, du bist ein Montagu und ich eine Capulet. Aber können wir den Scheiß von unseren Eltern und Elterseltern nicht mal vergessen? Hey, ich finde, unsere Nachnamen klingen wie Fertig-Spaghetti-Gerichte. 300 Gramm Montagu-Linguini und ein Glas Mama-Capulet-Soße. Smiley. Ich muss dich wiedersehen. Was geht? Julia. 3 Tage später, Mittwoch, 20. Juli, 14.05 Uhr. Romeo ist jetzt mit Julia befreundet. Nachricht, 14.05 Uhr. Hey, Julia, das mit den Soßen klingt echt asslig. Lol. Meine Hobbys sind übrigens Fechten und meine Kumpels. Die nennen mich eigentlich alle Rom. Vielleicht sehen wir uns ja mal auf dem Valpolicella oder so. LG Rom. 1 Minute später. Julia hat ihren Beziehungsstatus geändert in ist in einer Beziehung. 14.10 Uhr. Julia hat eine Veranstaltung erstellt. Romeo, Julia hat dich zur Veranstaltung Balkon eingeladen. Wo? Lerchenstraße 41. Wann? Mitternacht. Romeo nimmt an der Veranstaltung teil. 14.11 Uhr. Julia hat ihren Status geändert. Kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren. Julias Amme und Pater Lorenzo gefällt das. 23.30 Uhr. Profil Julia. Nachricht. Hi Julia, komm so in einer halben Stunde. LG R. 1.27 Uhr. Von Romeos iPhone gesendet. Julia, blind, gleich da. Smiley, smiley, rum. Donnerstagmorgen, 6.33 Uhr. Romeo hat eine Nachricht von Julia. Wo warst du? Donnerstagnachmittag, 15.05 Uhr. Hi Julia. Das Problem war, das Grapperstüberl hat so lange aufgehabt und wie ich zu dir in den Nachtigallenweg wollte, war da gar kein Balkon. Saublöd. Ruf mich an, meine Handynummer ist 0455 LG Rom. SMS an Romeo. Lerchenstraße, nicht Nachtigallenstraße. SMS Antwort. Ach so. Lol. Dann probiere ich es heute Nacht nochmal. Sternchen R. Donnerstag 15.31 Uhr, Facebook. Julia hat eine Glücksnuss geöffnet. Die Glücksnuss sagt: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Liste Kommentare. Kommentar Romeo. Den Spruch hatte ich auch schon mal. Cool. Ist das von Sido? Kommentar Tybald Capulet. Nicht Sido, das ist Kato. Punischer Krieg, ihr Bitches. Kommentar Romeo. Krieg kannst du haben. Und das heißt panischer Krieg, du Homo. Mercutio gefällt das. 16.03 Uhr. Tybald Capulet hat Romeo zum Bandenkrieg eingeladen. Hauptmeldungen 17.05 Uhr. Benvolio hat Romeo auf einem Foto markiert. Kommentar: Die Sau hat Tybald geäxt. Voll tot. 17.55 Uhr. Zugriff verweigert. Das Facebook-Profil Romeo ist vom Fürsten gesperrt. 18 Uhr. Julia hat ihren Beziehungsstatus geändert in: Es ist kompliziert. SMS 18.21 Uhr. Oh Romeo, mein Romeo, wir sind verloren wie die Kerze im Wind in dem Lied über diese englische Prinzessin aus der Bunten.
Das ist Zukunftsmusik. Ohne dich will ich nicht sein. Der Trank wirkt schnell und so im Kusse starb ich. Leb wohl, Julia. SMS 18:43. Ey, Julia, sorry wegen deinem Cousin, aber sag, ist deswegen jetzt echt Schluss? Zwinker-Smiley, Rom. Freitag, 22. Juli, 0:03, MMS, Foto attached. Hi, Julia. Ich war gerade grillen und dann habe ich dich so in den Büschen gefunden, voll im Koma. Ich sah zu früh, die ich zu spät erkannt. Aslik. Ey, Party ist geil, aber Mädels, die saufen, das geht echt nicht. Meine Mama hat immer gesagt, Romy, Frauen sind wie Nachtigallen. Wenn eine zwitschert, lass sie. 0:05, Videoclip. Das iPhone von Romeos Kumpel filmt Romeo, der aus Julias Giftbecher trinkt. Seine letzten Worte sind, hey, in dem Glas ist ja noch was drin. YouTube Upload 13:41, lustige Clips. Romeo kotzt Julia voll. 10.116 Views. Freitagabend, Teletext Verona TV, Seite 813. Romeo Montagu 17 und Julia Capulet 15 tot aufgefunden. Vermutete Ursache, Wodka, Bull und Laktoseintoleranz. Fürst kündigt Konsequenzen an. Am 22. Juli 1597 um 23.57 Uhr twittert William Shakespeare 77 aus Stratford-upon-Avon. For never was a story of more woe than that of Juliet and her Romeo. Thank you.